freue mich sehr, nach über einem Jahr Pause Sie endlich wieder zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Neues vom 08-Stammtisch begrüßen zu können. Und das auch nicht wie bei Ausgabe 66 in unserem Geschäftszimmer, sondern auch endlich wieder in unserer Gaststätte. Denn seit ein paar Monaten hat unser Vereinsheim wieder geöffnet und deswegen ist auch unser erstes Thema in Ausgabe 67 unser neues Jetzt-Ehepaar Katja und Rino Franzi. Herzlich willkommen hier in unserer Sendereihe. Sicher eine neue Erfahrung mal das zu machen, aber ist uns sehr wichtig, dass wir auch mal vorstellen, wer hier für das leibliche Wohl beim 1. FC Nürnberg Hasloch inzwischen zuständig ist. Und ist ja alles sehr gut angelaufen. Endlich haben wir wieder Vereinsleben hier nach längerer Tristesse. Ja, und Katja, vielleicht stellst du dich mal vor, was habt ihr so gemacht bisher an Gastronomie, bevor ihr jetzt nach Hasloch kamt? Also wir sind jetzt im 8. Jahr Selbstständigkeit. Wir waren 7 Jahre nach Speidorf, auch unter dem selben Namen, unter Paradiso. Mein Mann kocht, ich bediene. Wir haben noch einen Sohn, der ist jetzt 9 mittlerweile, der gehört auch mit dazu. Also sozusagen ist es mein Familienbetrieb. Ja, wir haben italienische Küche. Italienische, deutsche Sohn. Ja. Mediterranische gibt es auch logisch. Genau, ich wollte gerade sagen, Rino ist ja auch mediterran, also wird die Küche entsprechend sein. Kommst du direkt aus Italien oder hier geboren? Ja, so. Ich bin halber Italiener, halb Rumäner. Weil ich bin, okay. Ja. Aber von der Küche her? Die Küche ist, mein Leben ist in Italien, ich habe gelernt alles. Ich habe bekommen die Italien direkt hier in Deutschland. Ja, wo in Italien da genau? Gardasee, Desenzano, Lago di Garda. Ja, weil ich freue mich natürlich riesig, dass jetzt auch italienische Küche hier Einzug gehalten hat. Ja. Denn ich verbringe viel Zeit auch beruflich in Italien und liebe die Küche über alles, muss ich sagen, dort, weil sie eigentlich für jeden etwas bietet. Ich sage immer, wenn man sich verabredet mit jemandem, dann ist es italienisch am besten, da findet jeder was auf der Karte. Ja. Und wird auch schon sehr gelobt. Genau, und ja, aber was habt ihr so jetzt vorher gemacht? Nach Speyerdorf, meines Wissens? Selber Küche. So. Ja, wie habt ihr es jetzt so aufgebaut? Also so Hälfte italienisch, Hälfte deutsch, weil es haben ja viele zu, die man auch animieren möchten, dass sie mal hierher kommen zu euch zum Essen. Ja, einfach, haben wir gemacht italienisch, ne? So, aber haben wir geguckt, wie man ein bisschen, ist auch deutsch, so ein bisschen, haben wir gemacht auch, halt, machen wir ein bisschen auch deutsch ja. Dazu. Aber normal war die Stunde italienische, original. Ja, das ist auch richtig. Ich sage es nicht, aber also, wenn ich zu euch komme, dann wäre ich auf jeden Fall. Leute, hier ist ein bisschen so, will auch, kommt Pizza, ist 3-4 Leute, will eine Schnitzel. Ja. Gehen wir hier, gehen wir bei Restaurant der Prenzl, aber auch Schnitzel, gehen wir auch Pizza, machen wir ein bisschen eine... Ja, ja, wie war es vorher? War da noch mehr ein italienischer Schwerpunkt? Ja. Absolut. Ja, absolut. Genau. Was ist da so der Favorit außer Pizza jetzt? Ich esse Pizza Parma, liebste Pizza auch, ja. Ja, okay. Und ich bin Pizzarino, ich habe meine Pizzarino. Ja, so. Genau. Und wie war es bei den ersten Gästen, als es angefangen hat? Waren die so relativ, waren die neugierig? Die haben gesagt, oh, jetzt muss ich auch mal gucken, was es so an der Küche gibt. Oder mehr so konservativ noch? Ich habe gesucht, sie machen ein bisschen Richtung, wie ich nichts habe an der Restaurant. Meine Sachen, ja. Ich mache raus. Meine so mehr in Richtung italienische Punkt. Ja. Viele ist macht gemischt, oh, okay. Ich bin so wie Leimparmesan. Mhm. Ich bin mit Leimparmesan, alles im Restaurant Paradiso, jetzt ist mit Leimparmesan, habe gewohnt immer. Ja, genau. So ist die Geschmack. Ja. So draußen. Und wie ist jetzt so der Kontakt zustande gekommen, dass ihr jetzt hier seid? Weil unser Verein hat ja lange gesucht. Und es war ja wirklich, wie ich gesagt habe, auch am Tests. Irgendwann, es war hier nichts los, ja. Aber ich habe gehört, jetzt läuft es klasse. Ja, in der Seite war ein bisschen klein. Mhm. Die Leute war meine Küche viel gut, immer so, aber kleinen Platz in der Hand. Ja. Ich will mehr, ich will mehr. Mhm. Ich habe gehört so, 08, haben wir geschafft, haben wir ein bisschen so, das kriegt man. Ja. Ich will mehr, große, ich mache so Partys, ja, so, ja. War ein bisschen immer mehr, aber keine Platz.
Ja, okay. Hochzeit, ich mache halt, ich auch Partyservice, ja. Ich mache viele Sachen auch. Das heißt also auch Veranstaltungen sind hier möglich, ja. Die man buchen kann. Ja. Von der Größe her, dass es hier etwa passt. Ich meine, wenn man sich hier das Lokale ansieht, das hat sich ja auch optisch einiges geändert. Ja. Ich muss sagen, als ich das erste Mal hier war, ein ganz anderer Eindruck. Auch gemütlicher mit richtigen Sitzgruppen und auch jetzt sehe ich auch Technik ganz anders. Mit auch Beleuchtungselementen, die man bei Veranstaltungen braucht. Okay. Habt ihr schon getestet bis jetzt? Ja, wir haben schon viele Weihnachtsfeiern, das war schon oft. Mhm. War schon oft laut und Licht. Und, ja. Ja, ja, das ist ja sehr gut, ja, genau. Wenn das Ganze eben so ankommt, weil man sagt, ich muss ja auch sagen, es gibt ja in Hasloch, was Party-Location gibt, noch nicht so viel. Diese Lücke, die ihr auf jeden Fall da stoßen könnt. Ich will hier auch mal Event, also. Mhm. Ich so mal mit Musik live, ja. Mit so wie in der Seite. Bei uns haben wir es auch gehabt, jeden Monat im jeden Sommer. Jeden Monat haben wir so Events. Burgerabend, so. Spießbraterabend, Pizzafest. Live-Musik. Ja, klar, ich weiß, das lockt natürlich auch viele Gäste her. Ja. Sind auch schon viele gekommen, die ihr so vorher gehabt habt? Ja, also die Stadt, die sagen, wir kommen wieder. Ja. Alle mittags gekommen. Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, weil da weiß man, die Qualität ist gut. Ja. Wenn also Gäste, die vorher schon eure Kunden waren und die jetzt mit dem Verein, die ja jetzt nicht direkt was zu tun haben, dann auch kommen. Genau. Und das kommt auch über Retten, das ist ja, natürlich, ja, ja. Was allen so zugute kommt. Das ist super, ja. Ja. Einfach alle hier von unserer Stammkunde. Also. Ja, und auch die verschiedenen Mannschaften, die nehmen es an. Ja, die nehmen es auch sehr gut an. Football haben wir ja, ja in Fußball ja, so ein paar. Fußball kommt, noch im Training, noch im Spiel kommt, sage ich immer, ja. Ja. So. Erkennt man an den vielleicht nicht unbedingt bezüglich der Sportarten, aber auch vom Alter her, ob Leute jetzt mehr was Deutsches bestellen oder mehr was Italienisches? Die älteren Leute sind schon mehr Schnitzel wie jetzt. Ja, doch schon. Ja. Doch schon, muss man sagen, ja. Ja. Aber jetzt. Wir bieten also, viele Empfehlungen. Wir haben so diese Leib Parmesan. Überall guckt immer Parmesan Leib kommt extra. Wir kommen die. Ich muss mal sagen, dass er aus der Küche rauskommt dann. Ne? Ja. Das danach hier. Ja. Ich mach so raus. So danach was. Also richtig so Frontcooking. Ja, genau, ja. Und zum richtigen Käse. Ich komme dran, aber ist seine Leib. Dann kommt raus an den Tisch. Ja. Ja, das ist natürlich auch sehr gut, wenn man auch die Leute kennt. Ja, heute ist Wahnsinn, right? So, was? Ja, ist was, ist keine ganze Region, keine, ist richtig so die italienische. Italien ist so, ja, genau. Ja, das muss ich ja natürlich sagen. Da bin ich natürlich auch immer kritischer, je mehr Zeit ich in Italien verbringe, desto mehr beurteile ich es auch hier und das höre ich natürlich unheimlich gerne, wenn man da nicht so italienische Art nur macht, sondern richtig auch. Richtig italienisch. Ja, ja, das ist natürlich da. Auch so im Fisch- und Meeresfrüchtebereich, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Das ist frisch, das ist mir nichts auch. Ja. Was ist, heute ist fertig, ist fertig. Ja, natürlich. So, ja, Fisch. Fisch. Ja. Fisch. Ja. Das habe ich aber auch gelesen. Ich habe einen Prospekt gelesen von euch. Er bietet sogar dann Lieferservice an. Catering. Wir haben nur abholen. Ah ja, abholen, genau. Ja, das habe ich dann jetzt natürlich. Ja, also nicht, dass er es hinbringt, aber man kann auch bestellen, abholen. Genau, ja. Das wäre auch alles. Ja, wenn ich so. Wird eigentlich auch schon gut aufgenommen hier, ja. Also haben wir auch schon abholen. Jetzt sind wir hier natürlich inzwischen sogar ein Meerspattenverein, obwohl wir jahrzehntelang nur Fußball hatten. Habt ihr euch ja schon mal wie der Sportart hier beschäftigt, so ein bisschen mal die Liebe gewonnen vielleicht. Ich weiß, als Italiener ist man ja in der Regel Fußballfan, auch inzwischen. Mein Mann ist eigentlich, muss man zugeben, gar kein Fußballfan. Überhaupt nicht. Wenn ich da in Italien im Café sitze, also an jedem zweiten oder dritten Tisch, da sieht man dann die Leute mit der rosa Zeitung, mit der Gazette oder Sport irgendwie so in der Nähe. Ja, also seine Leidenschaft ist einfach Kochen und dann schon auch nicht so ja, ich meine, das ist der feste Wahrheit, nicht auch richtig. So, ne? Ja. Jeder soll das machen, was er kann. Die einen, die können Fußball spielen, die anderen, die können was kochen. Wenn die Fußballer kochen müssten und die kochen Fußball spielen, dann wäre es sicher nicht so die Qualität, die man dann irgendwie hätte. Wie so bei dir? Bei einer Sportvergangenheit irgendwie? Oder? Also ich
ich habe also mit Art Sport, ich habe Handball gespielt, da war ich jung, da war mein Papa, meine Schwester haben Fußball gespielt immer. Also da bin ich schon ein bisschen auf dem Schwuler zum Sportplatz. Ja, wo waren die auch? Sportplätze gewesen. Wo haben die gespielt? Da meine Schwester hat in Niederkirche gespielt und ja, das dann wurde immer in Niederkirche eigentlich hauptsächlich. Ja, Fußball, ja. Okay. Leider auch niemals auf dem Niveau, wie es da war. Das war wahrscheinlich früher. Unser Sohn spielt hier, ja, wenn du lachst, aber noch in der Jugend, das ist auch noch nicht so, dass man sich mit Abseits und so auskennen müsste. Nee, das muss man auch nicht, wie ich gesagt habe. Aber kommt vielleicht noch. Ich meine, wir haben ja auch American Football hier. Das ist wieder was ganz anderes, auch ein ganz anderes Publikum. Das ist ja wieder kommt für Fußball. Aber da werdet ihr wahrscheinlich auch einsteigen, weil die machen ja ganz andere Angebote dann auch wieder. So, wenn da die Spiele stattfinden. Aber auch für Familien, das wollte ich noch ansprechen, seid ihr da auch richtige Location? Natürlich, wir sind Familienbetrieb, haben selbst einen Sohn. Jedes Kind ist bei uns herzlich willkommen. Es gibt Geräte, kein Kind muss sitzen bleiben, kein Kind muss leisten. So, jedes Kind kriegt Süßigkeiten, Eis. Wir haben viele Kindergerichte für Kart. Das war auch so was, wo man gesagt hat, wir brauchen einfach andere Location, weil bei uns mussten wir, wenn die Terrasse offen war, durch den Hof zum Parken. Ja. Also es war schon einfach ein Autobetrieb und mit den vielen Kindern war es nicht so optimal, auch mit unserem eigenen. Ne? Ja, ja. Für die Kinder zum Spielen, man macht Rutschplatz, Sand und ein bisschen Wasser im Sommer, aber es war halt einfach immer, dass die Autos einfach an der Terrasse vorbeigefahren sind, weil die Parkplätze im Hinterhof waren. Ja, bei uns war es natürlich ideal, große Parkplätze. Viel mehr Platz für die Kinder hier zum Spielen, auch über uns einfach. Natürlich. So, ja. Weil ich denke, gerade auch Restaurants, die für Familie was bieten, wird auch immer weniger. Muss man sagen, oft spüren dann die Kinder, was ich schrecklich finde, weil es in der Zukunft nicht auf dem Sportplatz, auch insgesamt in der Gesellschaft. Und wenn auch da die Lüge ein bisschen schließen könnt, dass das auch ein richtiges Familienrestaurant wird, denke ich mal, ist eine gute Sache. Ja, das stimmt. Also ich sage, inzwischen waren wir in 8 Jahren, die Kinder von Maxi Kosi quasi bis in die Schule. Und die kommt immer noch her. Also die haben quasi so mit uns gesehen. Abgewachsen mit uns. Mit uns, die Kinder sind mit uns gemacht, die Gäste. Ne? Ja, ganz toll, alles wunderbar, euch mal kennenzulernen. Jetzt kennen euch noch viel mehr Leute nach der Sendung, die ja durchaus beliebt ist und entsprechend geschaut wird. Ja, da wünsche ich euch viel Erfolg. Angelaufen ist es gut. Dadurch ist auch, wie gesagt, Vereinsleben wieder aktiv bei 08. Ich habe ja schon gehört, dass viele unheimlich gern kommen. Und dann werden wir jetzt auch sehen, wo die Sportsaison jetzt langsam begonnen hat, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Also vielen Dank, wir sehen uns. Ja, das war der erste Teil unserer Ausgabe 67. Und jetzt kommen wir zu der inzwischen, ja, kann man sagen, erfolgreichsten Sportart bei unserem FC 08. Und begrüßen dann zwei Vize-Weltmeister. Als ich Vize-Weltmeister angekündigt hatte, haben sie sich sicher schon gedacht, was jetzt kommt. Und spätestens unser Video, das sie jetzt sehen konnten, zeigt es endgültig. Es geht um Cheerleading. Und die Cheerleader, die genauer gesagt die CCH Cheerleader, Cheer Community Hasloch unseres FC 08, haben im vergangenen Jahr für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gesorgt, als sie eben bei der Cheerleading-Weltmeisterschaft in Takasaki die Vize-Weltmeisterschaft erreicht haben und dann mit diesem schönen Pokal und auch mit den Silbermedaillen für alle Teilnehmer zurückgekommen sind. Und deswegen begrüße ich auch die zwei, die dann bei der Siegerehrung den Pokal entgegennehmen durften, nämlich hier Christina Kreicher, ja, und Andreas Körber. Ihr wart ja schon mal hier in der Sendung, ihr wisst was. Ihr wart jetzt als schon Profis hier vor der Kamera. Und ich denke mal, spätestens seit Japan, seid ihr jeder Art vom Publikum gewöhnt. Denn das hat ja alles in der Halle, in der Takasaki Arena in den Schatten gestellt, denke ich mal, was er bis jetzt alles so erlebt hat. Mit Einlaufen bei einer Veröffentlichungsfeier und vieles mehr. Ja, vergangenes Jahr, also eine riesen neue Erfahrung für euch im Gegensatz zu dieser Sendung jetzt hier. Und wie war's? Wann habt ihr endlich gewusst, wir können nach Japan? Das war ja auch eine finanzielle Frage, wo auf verschiedene Art Geld gesammelt wurde, um das Ganze mal zu ermöglichen. Ja, das war eine spannende Geschichte. Also klar, die Qualifikation kam dann mit der deutschen Meisterschaft im Mai.
Da haben wir uns natürlich schon mal erste Gedanken gemacht und Pläne geschmiedet, okay, wie gehen wir das Ganze an und ja, was brauchen wir, wie viel Geld müssen wir sammeln, was kann jeder selbst vielleicht noch stemmen und ja, dann haben wir das langsam in Gang gebracht und dann so ab Juli, glaube ich, würde ich sagen, war dann eigentlich auch schon sicher, dass wir dorthin fahren können, ja. Ja, wunderbar. Und hat es auch alles geklappt, dass alle mitkonnten, die mit wollten, weil es ist ja auch immer, ihr seid ja kein Profi, ihr verdient ja kein Geld damit, macht alle noch was anderes, entweder ein anspruchsvoller Beruf oder Studium oder vielleicht sogar noch Schule, weil die Jüngere, war das ein Problem, waren eigentlich wirklich alle dabei? Zum Glück am Ende, ja, also aus finanzieller Sicht ist es halt bei keinem bescheiden am Ende, weil wir wirklich viel Unterstützung gekriegt haben durch den Verein, durch viele, viele Spenden, durch die Gemeinde. Und von dem her ist es da bei niemandem gescheitert zum Glück und jeder konnte mitfahren. Also das hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir dann niemanden zurücklassen müssen. Ja. Aus finanzieller Sicht, wir hatten einen Sportler, der wegen seiner Ausbildung nicht mit konnte, weil direkt in der Meisterschaftswoche war seine Abschlussprüfungswoche und da war es nicht möglich, dass er da freigestellt werden konnte und dann ist er schweren Herzens dabei geblieben. Ja. Umso größer die Motivation, das kann ich auch was wiederholen. Ja. Und dann die sportliche Vorbereitung. Was habt ihr da dann noch anders gemacht vor der Weltmeisterschaft als bei anderen Meisterschaften? Habt ihr so eine Routine durchgezogen, wie ihr es immer gemacht habt, oder war es doch irgendwie nochmal verändert? Also für uns war, denke ich, der erste Punkt nochmal das internationale Regelwerk zu wälzen, weil doch die ein oder andere Änderung von unserem Programm, wie wir es an der Deutschen und Europameisterschaft gezeigt hatten, notwendig war, dass Dinge international jetzt verboten waren, die wir dann noch zeigen durften. Hat sich aber irgendwo dann doch im Rahmen gehalten. Und ansonsten, wir haben immer einen Fokus, dass wir verletzungsfrei bleiben, aber wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, da groß mit Ersatzleuten zu planen bei so einer Reise. Und von daher hatten wir auch irgendwo geguckt, dass das Programm so ist, dass wir das mit den 16 Leuten gut zeigen können, auch nach einem langen Flug, wie er kurz vorher anstand. Hier daheim weiß jeder, wie er sich darauf vorbereiten kann. Aber wenn er jetzt nach 14 Stunden aus dem Flugzeug steigt, war er schon damit zu rechnen, dass der eine oder andere mit Jetlag zu kämpfen hat. Wir kannten die Gegebenheiten vor Ort. Von daher hatten wir schon geguckt, dass wir ein sicheres Programm einstudieren und ansonsten haben wir Trainingspensum eigentlich relativ beibehalten, wie wir das im Vorfeld auch hatten. Ja, und dann kam ja doch noch Verletzungspech. Ja. Das kam ja doch dazu, das ist ja schrecklich. Was ist da genau passiert? Wann war das vorher? Zwei Wochen vorher? Aber man muss sagen, es ist nicht im Training passiert. Also tatsächlich hat sich dann unser lieber Jan daheim an der Schulter verletzt. Sodass es dann doch nicht mehr möglich war. Ja, ihr habt die Steffi mal vor allem getroffen, weil ihr auch ihr Comeback ja, sogar hatte. Nach der Geburt, das kommt ihr auch noch dazu, alles unglaublich, was ihr da abgespielt habt. Ja, und da musste sich noch ein anderer Vater einspielen. Genau, sie hatte viele Parts mit ihm und dann musste man das auch wieder umstellen und das eben so kurz vor dem Abflug. Da waren natürlich die Nerven schon blank gelegen, aber letztendlich hat alles geklappt. War natürlich schade, dass Jan einfach nicht aktiv dabei sein konnte. Er war ja zum Glück trotzdem mit dabei. Aber das war natürlich für ihn nicht ganz so schön. Ja. War eigentlich jemand von euch also schon mal in Japan bevor? Oder war es für alle Neuland? Ich glaube, für alle war es neu. Ja. Also das ganze Team, ja. Also ich muss sagen, als ich meine erste USA-Reise hatte, habe ich gedacht, boah, eine andere Welt. Also, aber als ich vorher, wie lange ist jetzt her, ja gut, 22 Jahre, zuerst mal in Japan war, da habe ich gedacht, das ist nochmal was ganz anderes. Wie war es überhaupt hier angekommen seid? Ist ja alles, auch gibt viel mehr Menschen auf engstem Raum. Wie waren eure Eindrücke, als ihr dort ankam? Ja, also ich meine, am Flughafen war natürlich erstmal, gerade mit so einer Gruppe, war das erstmal so ein bisschen erschlagend, weil wenn man jetzt
mit einem Partner oder so reist, dann ist man ja zu zweit noch unterwegs, hat das alles organisiert, dann mussten wir aber hier gerade mit der Gruppe ein bisschen uns zurechtfinden, gucken, dass wir uns nicht verlieren, dann ist natürlich Schrift anders dort, muss ich hier nochmal anders zurechtfinden, wir müssen gucken, wir müssen ans Hotel kommen und so. Das war aber schon ein bisschen herausfordernd, Geld wechseln teilweise oder eben sowas wie SIM-Karte besorgen. Also hat uns ja auch insgesamt viel mehr Zeit gekostet, wenn man jetzt halt so privat in Urlaub fährt. Und dann ja, einfach viele Menschen, viel los in Tokio. Ne? Das war ja nochmal eine ganz andere Welt, auch weil das einfach dort ja alles nochmal anders aussieht. Also so ein bisschen die kulturellen Einflüsse, die man dann schon sieht. Mhm. Ja. Ihr habt ja jetzt mit den Sightseeing gemacht. Ihr wart ja jetzt noch ein paar Tage in Tokio. Mhm. Wie war da so euer Eindruck? Das ist natürlich ganz also für mich eine der faszinierenden Städte, überhaupt, die es gibt auf der Welt. Okay. Habt ihr auch da gleich mal die japanische Küche probiert? Das ist, ich finde es ganz anders, als geht man jetzt in Deutschland in ein japanisches Restaurant oder asiatisches. Ja, also wir haben praktisch geguckt, wir waren noch 2 Tage in Tokio, bevor wir dann nach Takasaki, wo der Wettkampf war, gewechselt sind. Und da haben wir im Vorfeld uns auch schon so ein Programm überlegt, weil wir welche hatten, die direkt nach der Meisterschaft wieder weg mussten, dass die möglichst viel von der anderen Kultur mitbekommen. Da gibt es ja ein neues, altes Japan, man kann sich irgendwelche Tempel angucken, aber auch solche Spielhallen, Comic-Häuser, also was ist... dort alles gibt und dann natürlich auch diese japanische Küche. Ja. Also ich war mit ihr noch nicht so vertraut, außer Sushi, was es hier schon oft gibt und dann trotzdem hat man natürlich dort noch viele andere Sachen. Ja, ich denke, der erste Begegnung war dann direkt morgens beim Frühstück. Ja, stimmt. Ich habe alle nicht so super gegessen, also ich finde es lecker. Ich glaube nicht, dass nicht alle, aber vor allem nicht zum Frühstück. Ja. Aber ich fand es auch gut, ich mag das super. Gut, und dann soll er nach Takasaki, wie soll er darüber mit dem Shinkansen? Mit der Hochgeschwindigkeitszug? Nee. Mit dem normalen Zug sind wir hingefahren. Aber war auch sehr, sehr spannend. Ne? Das waren ja 1,5 Stunden, 2 mit dem Zug. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, da kommt dazwischen drin irgendwie Felder oder sowas. Aber in dieser großen Metropole um Tokio, da waren durchgehend eigentlich bebaut. Es ist ja unglaublich, wie viele Menschen dort leben. Ja. Dann Takasaki, natürlich was ganz anderes als Tokio. Industriestadt, wieder ein relativ kleines Zentrum. Und da hat er ja das Hotel direkt gehabt am Bahnhof, das war praktisch. Wunderbar, wir hätten wieder gewesen dann bis zur Arena. Ja, und dann Takasaki Arena, da war der drin. Habt ihr euch so vorgestellt? Ja, also war schon erstmal ein guter Eindruck, also als man da reinkam und wie groß das ist und wie groß dann auch eben der Wettkampf dann wird. Und so, ich meine, als wir zum ersten Mal dann dort waren, war ja noch so ein bisschen das Vorprogramm, sage ich mal, von der Meisterschaft mit Begrüßung und so, aber auch als es da dann losging und man gesehen hat, welche Ausmaße das eigentlich hat, das ganze Event, ja, war dann schon beeindruckend. Ja, ja, da konnte man sich, denke ich mal, auch schon mal einen Eindruck machen über die Qualität der Asiaten. Also das habe ich muss sagen, was die gezeigt haben, also die Japaner. Und die haben ja auch noch ihre College-Meisterschaft parallel. Ja. Und wieder die ganz Kleinen, was die schon abgeliefert haben, das war für mich also absolut faszinierend. Da habe ich gesehen, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu. Aber ich denke mal, ihr wart auch per Video schon ein bisschen vorbereitet, was da als Konkurrenz kommt. Ja, genau. Also wir hatten ja damit gerechnet, dass Japan, also haben ja ein paar Videos gekannt, dass der Sport in dem Land einen ganz anderen Stellenwert hat und entsprechend das Niveau auch deutlich höher ist, wie man es jetzt hier aus Europa kennt. Also das war das eine, das Sportliche, aber auch diese Herzlichkeit, die einem dort entgegengekommen ist. Wir hatten einen 2 zugewiesene Freiwillige, die uns da durch die Halle die ganze Zeit begleitet haben, bei jeglicher Frage direkt uns Hilfestellung geben konnten. War echt super. Ja, absolut. Und die Frage, ich denke, die Sauberkeit. Die ist aufgefallen auf jeden Fall, ja, wirklich. Also weil es war ja früher immer schon so, wenn man auch von Fußballweltmeisterschaften, wenn Japaner dort waren, gesehen hat, dass die Japaner ihren Block, da wo sie sitzen, noch aufräumen, also sauber machen, da bleibt nichts liegen. Weil die Einstellung haben,
das ist unser Heimatland und das machen wir nicht dreckig. Und so traut man uns aber auch anders. Ja. Also würde ich mir ja auch manchmal wünschen, aber gut. Sehr schön, ja. Ja, kultureller Austausch. Ja, und dann kamt ihr dran und ganz am Ende. Ja. Dann hat euer Wettkampftag. War das bis nervenaufreibend oder wäre da lieber früher dran gewesen? Wäre vielleicht schöner gewesen, um dann eben das Ganze noch ein bisschen entspannter zu verfolgen. Aber ich meine, dadurch, dass wir so viel Zeit hatten, haben wir eben am Anfang ein bisschen uns das Ganze angeschaut. Und dann ging es natürlich los mit Vorbereitung, Warm-up und nochmal ein Probedurchlauf und so weiter. Und ja, dann war das natürlich am Ende schon ein langer Tag. Als letzter dann noch die Matte zu gehen und vor allem, weil natürlich dann auch die Siegerehrung danach direkt weiterging. Also wir sind von der Matte gestolpert quasi, alle noch außer Atem und dann hieß es schon wieder, alle zusammenkommen und wir müssen uns gleich wieder dahin stellen und jeder noch so, ich kann doch gar nicht, und noch keinen Schluck getrunken und nichts. Ja. Das war dann natürlich auch so ein Moment, wo man dachte, ui, ich hätte jetzt gerne eine kleine Pause gehabt. Aber, ja. Habt ihr jetzt nur daraus erwartet, danach? Habt ihr überhaupt die anderen gesehen vorher, die Konkurrenz aus Ecuador, Kolumbien, Kasachstan? Wir hatten ja am Vortag schon ein Training gehabt, wo wir einen Teil von der Halle zugewiesen. Da hat neben uns Japan trainiert und nach uns waren dann die anderen Teams dran. Also die hatten wir da nicht live miterlebt, war vielleicht auch besser so. Ich denke, für die Stimmung im Team war es ganz gut, hat ja auch ein bisschen die Anspannung gehalten. Ja. Ja, und dass dann so ausgegangen ist, war dann natürlich super. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, euch wäre lieber gewesen, die Siegerehrung wäre so abgelaufen, als bei den vorangegangenen Meisterschaften, wo man noch nicht gleich weiß, wenn man wieder in die Halle kommt, was ist also, was dann alles ist, wie es auch bei Olympischen Spielen so ist, bei verschiedenen Sportarten. Ja. Das heißt, er war schon freigestellt, war aber trotzdem, denke ich, noch was Besonderes, da diesen schönen Pokal da überreicht zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, natürlich, die Punktzahlen wurden dann quasi direkt danach den Auftritten bekannt gegeben, dadurch wusste man auch direkt, welche Platzierung es ist. Für die Spannung wäre es natürlich ein bisschen schöner gewesen, aber letzten Endes, da wir eh alle platt waren von dem Tag, war es dann so auch in Ordnung. Und die Siegerehrung war ja trotzdem ein richtiges Erlebnis. Ja. Also es war schon ein besonderer Moment. Vor allem, was man richtig gesehen hat, es war Veranstaltung, die Völkerfreundschaft fördert. Ja. Also keine große, jetzt sage ich mal, außer auf der Matte selbst, aber keine so Konkurrenz, dass wir wieder anderen nichts zu tun haben, wieder irgendwie, sondern richtig wurde zusammen gefeiert, zusammen Bilder gemacht. Und ich habe ja auch vorher das schon verfolgt, wo er andere Teams kennengelernt hat. Ich denke mal, das war auch ein wichtiges Ereignis, mal mit so den Sportlern aus den anderen Kulturen dann was zu beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Das war schon ein Highlight eigentlich von der ganzen Meisterschaft. Also. Ja, gut, dann habt ihr teilweise hier besonders dann noch da diesen Besichtigungsprogramm gemacht. Ja, genau. Denn man hat ja auch Japan noch in traditioneller Weise dann noch kennengelernt, nicht nur die Großstadt Tokio, oder spart sich jetzt in Takasaki. Also das, was man vor allem so mitnimmt, so als Erfahrung, was euch am meisten beeindruckt hat bei dem Ganzen. Viele kleine Dinge, aber einfach diese Weltoffenheit, die es dort zu erleben gab. Ja, das war also richtig die Toleranz, die man hat, auch für andere. Ja. Das ist für mich gerade im asiatischen Raum immer wieder auch feststellbar. Jetzt hat das neue Jahr begonnen, die Weltmeisterschaft ist Geschichte, fand schon in die Chronik jetzt Eingang. Und jetzt geht es weiter, am 24. Februar, die nächsten Landesmeisterschaften in Marburg diesmal. Zwar wieder in Hessen, aber nach Hanau und Bensheim geht es jetzt nach Marburg. Und mit welchen Mannschaften nehmen da teil? Ja, also wir haben ja noch drei große Mannschaften und zwei Sonderkategorien, wo bei unserem Verein vertreten sind. Die haben die ganze Zeit natürlich auch fleißig trainiert. Das heißt, unsere Peewees, die 6- bis 11-Jährigen, die Juniors, das sind dann die anschließenden bis 16 Jahre und unser All-Girl-Team, die werden dann alle auf der Landesmeisterschaft starten. Ja, und der könnte dann viel Erfahrungsschatz geben, falls die sich auch qualifizieren soll, zumindest mal ein Team. Weil es wäre ein zweites Team vergangenes Jahr schon qualifiziert gewesen. Ne, die Juniors.
Ja, das ist ein bisschen schwierig vom Regelwerk her. Die Juniors sind ja letztes Jahr auf der deutschen Meisterschaft auch deutscher Meister geworden, genau wie wir. Mhm. Dadurch aber, dass das international nicht separiert wird in das gemischte und ein All-Girl-Team, quasi haben sie sich quasi nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert gehabt. Ja. Also das war dann quasi der Hintergrund dazu, warum das bei dem beim Junior-Team kein Thema war. Weil da dann einfach die Wertung von allen Junior-Teams, ob gemischt oder All-Girl, zusammengenommen wurde. Okay. Und dann waren sie eben quasi wieder weiter hinten. Ja. Manchmal ist die Regelwerk nicht immer zu verstehen. Nee, genau. Aber auf jeden Fall wünscht man, dass es weitergeht. Ja. Jetzt wieder mit großen Erfolgen. Wobei viel mehr geht ja dann immer. Weltmeisterschaft ist schon was Großes. Oder Vize-Weltmeisterschaft. Ja, Japan wird, denke ich mal, weiterhin dominieren. Da wird man nicht so drankommen. Ja, das ist aber guck mal, was geht. Also Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, sind dann dieses Jahr Europameisterschaften oder auch nur Weltmeisterschaften? Nur Europameisterschaften. Nur Europameisterschaften. Dieses Jahr, ja, die Weltmeisterschaft ist alle zwei Jahre vorgesehen. Und die Europameisterschaft steht aber auch schon fest, dass die im 6. und 7. Juli in Wiesbaden stattfindet. Ja, wie vergangen, ja. Genau, da können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen drauf und hoffen, dass sich vielleicht mit unseren Teams wieder welche Das hoffen wir natürlich auch. Und wenn die Saison vorbei ist, dann hoffen wir, dass wir wieder über Erfolge von euch sprechen können. Aber ihr habt jetzt schon so viel gemacht für den Verein. Ja. Das ist schon wirklich sehr beachtlich. Was man sich ja nie vorstellen konnte, hätte, als ich Steffi damals angefangen habe. Und bist ja auch noch bei der Urbesetzung dabei. Genau. Hast du dann von Anfang an mitgemacht. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Wir kommen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal hierher, wenn wir die Saison das Jahr 2024 Revue passieren lassen. Also weiterhin viel Erfolg. Gerne. Und dann steht vielleicht ein anderer so großer Pokal wieder hier zwischen uns. Ich denke, alle Teams geben sich Mühe, dass viele zusammenkommen. Das ist ja klar. Ich bin immer begeistert, egal bei jeder Meisterschaft, die ich mitverfolgt habe. Ja, das war also Ausgabe 67 unserer Reihe Neues vom 08-Stammtisch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Besuchen Sie unsere Gaststelle. Sie haben gemerkt, sympathisches Ehepaar, die jetzt führt. Es geht voran und voran ging es auch bei den Cheerleadern. Auch wenn es nicht hier in der Nähe ist, die Meisterschaften, begleiten Sie mal, es wird sich lohnen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis es wieder heißt, Neues vom 08-Stammtisch, dann Ausgabe 68.